Beerdigung? Soll ich meinen ausgeben, damit er hier nicht auch so ein Fallungskorb holen muss? Ja, den ich hier... Oh, hast du schon, ja. Komm mal her. Schöne große Efeu-Kuchen. Ja, Wurstbacker, vergib mal einen aus. Oh, jetzt fängt mein Nachbar auf. Und wenn der Schnittlauf war, macht. Komm, put, 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 put. Du suchst selber... Komm, put, 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 put. Komm, put, 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 put. Hallo. Kannst du so mal raus? Du meinst, dass du mir das ganz klar angucken hast, dich aber getäuscht. Kommt nach vorne, wollt ihr auch mal oder wollt ihr nur bekloppt bei der Arbeit angucken? Also mehr habt ihr jetzt nicht. Mir ist das egal. Und wie schmeckt's? Hallo, du bist aber ganz schön ausmachen. Pass auf, ich zeig das nochmal, aber hier auch nochmal für 10 Euro. Da habt ihr hier einmal für 10er, jetzt zum Feierabend. 890 Gramm von der Landschale. Nicht ganz, ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger. Es sind über 600 Gramm. Habt ihr 630 Gramm von der Landschale und die Sommerwurst hat euch geschmeckt also. Hier auch, gebe ich euch einmal eine ganze Sommerwurst im Leinsack gereift mit dabei, bleibt bei 10 Euro. Wir haben für 10 Euro einmal die Holzstange mit dabei, 10 Euro. Wir haben dafür 10 Euro den Landschinken mit dabei, bleibt bei 10 Euro. Alle verfressen bei euch. Mit mir kannst du reden, wie wir zum Bekloppen. Bloß nicht so lange. Mit dem da drüben, mit dem musst du reden, wie wir bekloppen. Ich kann dir nicht leiden. Ich kann dir echt nicht leiden. Das ist ja an und für sich normalerweise, er kann da nichts für. Er war ja, das war keine normale Geburt mit seiner Mutter. Ja, das war eine Hausgeburt. Er war eine Hausgeburt. Seine Mutter kam ja erst dann ins Krankenhaus, als sie ihn gesehen hat. Boah, ja, leider. Leider. Und ich gebe aber noch dabei, guck dir das mal an. Beate Usewurst. Das soll der Bürger mal mit seiner Ananas machen. Das geht nicht. Ich hab das mal versucht. Alles für 10er. 18 Euro Trinkgeld. Hier 20. Hier 20. Nur das Obst ist alt und ranzig. Ja, war Spaß. Ist so lecker. Ist so lecker. Schönen Tag noch. Hui. Also geh da nicht rüber, das steckt glaube ich an. Der isst deine eigene Banane. Und weißt du, was der seitdem noch macht? Der guckt sich gerne Pornofilme rückwärts an. Hast du das schon mal gehört? Nur weil er so gerne sieht, wie die Puffmutter das Geld wieder rausgibt. Also ich finde das bekloppt. Hier. Oh, guck dir das mal an. Weiße Edelsalami. Da ist mehr Fleisch drin, als der Blödmann da drüben Krampfadern hat. Guck mal. Ich war mit dem mal schwimmen. Der sieht am Bein aus wie ein Routenplaner von einer Reittankstelle. Doch da. Einmal hier dabei. Hier ohne Geld. Hallo. Fliegende Schweinewürste. Hier dabei die Sommerwurst, einmal komplett mit dabei, 10er, hier dabei 10er, Landschinken 10er, hier dabei 10er und Schwiegermuttermaus. Hier, damit die olle Geige was zu lutschen hat, nimmst du ja noch so was Hartes mit. Bitte keine Filme. Kommst du vom Finanzamt oder was? Du bist entfernt oder bist du scharf auf mich? Nee, die Abteilung ist da drüben, der steht auf Männer, das ist Patrick Lindner-Fan, ne? Kann ich nicht. Da musst du aufpassen, geh nicht so nah ran oder schlug vor eine Gabel runter, damit der Hintern vergittert ist. Schönen Tag. Schon wieder verkauft. Oh mein Gott. Wolltest du auch so ein 10er-Päckle? Mach ich dir. Komm her, kriegst du ja auch nochmal für 10 Euro. Hast du ja auch nochmal dabei. Einmal weiße Edelsalami, einmal dabei 10er. Hier hast du eine Sommerwurst mit dabei 10er. Eine Holsteiner 10er, eine Hausmacher 10er. Eine luftgetrocknete Zehner. Ja, auch für eine Schwiegermutter. Also ich habe eine liebe Schwiegermutter. Ja, nur mit der Tochter komme ich nicht so klar. Da. Nur mit der Tochter nicht so. Leider. Hier hast du noch einen Schinken mit dabei. Schleppen musst du alleine. Danke. Also ich weiß nicht, was hier heute los ist. Ihr guckt mich alle an, als wenn ich hier tote Frösche einpacke. Ich habe gestern, um 4 Uhr war ich hier gestern leer, nach 2,5 Tonnen. Und heute muss ich euch hier animieren, was soll ich da noch reinpacken? Stringtanga? Für einen Rentner. Ein bisschen Rentnerfresspaket. Gib mal her, wolltest du auch was geben? Mein Gott, die Geld. Hallo! Hier die Anna. Hier die Anna nass. Die ist gar nicht nass, die ist kurz trocken innen drin. Ja, Gummipuppe reinpacken. Willst du 10 Euro? Komm, mach ich Doppelpaket.
keine Blutwurst. Habe ich gar nicht da, Hase. So, und jetzt pass auf. Und weißt du, was wir jetzt machen? Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt probieren wir mal eine. Ich gebe mal eine aus, okay? So, das ist eine original Oldenburger Landmettwurst. Und da kannst du jetzt mal riechen dran. Die kommt direkt aus dem Rauch. Riech mal. Erst mal ohne Platz. Wenn ich das ja meine, die ist ja 3 Monate in der Verpackung drin und dann verkaufe ich die erst. Sieht übrigens aus wie meiner. Kleiner Spaß am Rande. Guck mal da. Schönes dickes Stück. Hast du einmal dabei. Einmal 15er. Das kann sonst keiner. Seitdem ich seine Früchte esse, krieg ich Pickel in der Fresse im Gesicht. Nein, sag ich, es sind ja noch Kinder da. Also normalerweise... Ne? Du kaufst jetzt zum ersten Mal? Nee, du hast doch schon ein paar Mal gekauft, oder? Aber ich will dir mal was sagen. Wenn du mal wissen willst, wie man blöde Kinder macht, dann frag mal deine Eltern. Die können dir bestimmt weiterhelfen. Ich glaube, deine Eltern waren Bruder und Schwester. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ein Kind allein kann nicht so blöd sein, oder? Hier dabei, Zehner. Ein Obstverkäufer schwimmt durch einen Fluss, weil auch ein Schwein mal baden muss. Da und da und Schinken dabei. Weißt du was? Wie viele Kinder hast du, Hase? 3 Stück? Macht Spaß, was? Hier, der Bekloppte hat überhaupt keine Kinder. Der kann keine Kinder zeugen. Der ist immer so nervös beim Sex und verschüttet immer alles dabei. Fürchterlicher Mensch. Ja, alles mit Zähler. Okay, schönen Tag noch. Du hast schon bezahlt, du auch. Und falls die Wurst nicht schmeckt, schmeiß in den Garten, hast du 6 Wochen keine Wühlmäuse. Tschüss. Wenn du einen besonderen Wunsch hast, mir ist scheißegal. Für 15 Euro mit einem dicken Schinken, pass jetzt mal auf, was du jetzt kriegst. Mager oder ein bisschen Speck dabei? Mager, was? Oh! Oh! Guck mal da. Hä? Ich glaube, das ist sogar noch schwerer. Auch 1,5 Kilo hier. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das auch draus... Das stimmt haargenau, was da draufsteht. 889 Gramm sind 890 Gramm. Stimmt ganz genau. Hast du hier einmal dabei, einmal für 15 Euro. Einmal für 15 Euro auf eine Landsalami, die wir eben gerade... Wolltest du erst probieren? Ja, nicht, dass du den nachher nicht schmeckt. Komm mal her. Ich gebe noch einen aus hier. Scheißegal. Na los, kommt nach vorne. Ich gebe einen aus. Ja los, beweg dich! Oh, manche Leute stehen da, als wenn die schon tot wären. Los, zu faul, um umzukippen, du. Unglaublich. Aber ich feiere heute den Todestag meiner geizigen Schwiegermutter. Darum habe ich so gute Laune. Dabei schafft ihr auch? Oh, ihr beide seht euch aber ganz schön ähnlich, wenn ich mal ehrlich sein soll. Oh, wie viel? Nee. Ja, dabei sind es nur gut. Hör mal, wenn du mich verarschen willst, ne, dann sag mal, ihr guckt dir das mal an. Ja, ihr könnt nichts für eure geizigen Eltern. Da. Na, wo steht denn der Papa? Ah, geh doch mal hin da. Los, isst noch. Brauche ich keine Currywurst mehr für 3 Euro. Geh doch mal hin da jetzt da, du. Ja, schön. Hier haben wir einmal Schinken. Schnappst du einmal mit hier 15 Euro. Hast du für 15 Euro, hast du einmal die Landsalami. Hier 15 Euro, Knobi mit dabei 15 Euro, Holsteiner 15 Euro, Luftgetrocknete 15 Euro, Hausmacher mit dabei 15 Euro. Und weißt du was, und wenn ich es nie wieder tue? Hast du besonderen Wunsch noch oder ist egal? Ich gebe dir jetzt noch von der Dicken noch ein Stück, okay? Und zwar, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Weinrote Ware. Landsalami, luftgefedert. Wo kommst du her? Darf ich mal fragen? Wo? Worpsfrede? Das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Ah! Hallo! Du weißt doch, wo Worpsfrede ist. Da war der vorgestern, glaube ich. Das ist doch ein Puff, ne? Freudenhaus, steht in meiner Bildzeitung. Da war der, doch, vorgestern war der da, da hat er die Lücken beschissen. Hat er 100 Euro bezahlt und hat gar nichts gemacht, der Idiot. Einschlafen. Hier, alles für 15, okay? Danke dir, einfach 20.